Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute mal wieder DayZ mit meiner neuen Kiste. Und ja, das läuft geil, muss ich echt mal sagen. Und zwar habe ich hier Folgendes. Und zwar wollte ich hier diese Zeltstadt, die hier rechts von uns ist, wollte ich looten gehen. Und damit ich nicht sterbe mit all meinem Scheiß, habe ich mir ein Zelt aufgebaut da hinten im Wald. Habe das meiste Zeug ins Zelt geworfen. Also ein paar wichtige Dinge habe ich ins Zelt geworfen und wollte dann looten gehen. Und natürlich, wie kann es anders sein, wurde ich getötet beim Looten in diesem Lager. Bin dann wieder in Elektro gespawnt und habe eigentlich die Dinge, die ich jetzt dabei habe, habe ich auf dem Weg hierhin gefunden. Da ich ein bisschen gelootet habe, wirklich eigentlich nicht viel, aber... Ja, ich bin ein paar Häuser rein und bin jetzt auf dem Weg zurück in mein Zelt. Ich hoffe, es steht noch. Und vor allem hoffe ich auch, ja, dass die Dinge noch drin sind. Ist jetzt nicht der ultimative Superloot drin, aber sind schon ein paar geile Dinge dabei, wie zum Beispiel die abgesägte Schrotflinte mit Munition. Macht ja immer Spaß, weil hier für diese Knarre hier, die ich dabei habe, habe ich keine Munition. Und ja, mal gucken, das Zelt ist leider das Scheißzelt, das blaue und nicht das andere, das es noch gibt. Es ist halt sehr gut sichtbar und ich habe es auch nicht wirklich gut versteckt, weil, ja, irgendwie kann man dieses Ding nicht gut verstecken. Ja, da drüben ist das Zeltlager, wo ich vorhin gestorben bin und jetzt gucken wir einfach mal. Übrigens, DayZ ist super geil wieder zu spielen mit der neuen Kiste. Ihr seht unten rechts habe ich mal die Frames eingeblendet. Und ja, so 40 bis 60 Frames ist eigentlich ganz akzeptabel für DayZ. Ihr wisst ja, in DayZ sind 20 Frames manchmal schon viel und ja, da bin ich eigentlich ganz zufrieden. Okay. Müssen wir noch kurz über diesen Hügel hier drüber laufen. Und dann sollten wir das Zelt eigentlich schon sehen. Kurz gucken. Ich hoffe, der andere Typ, der mich gekillt hat, hat nicht gesehen, woher ich gekommen bin. Oder, ja, wie ich das Zelt aufgebaut habe. Und ich hoffe, es hat mich auch sonst niemand beobachtet. Aber wir werden gleich sehen. Da vorne ist es ja schon. Oh mein Gott, ist ja richtig gut versteckt. Muss ich echt mal sagen. Right, gucken wir mal. Komm, lauf, Kollege. Ich hoffe, da ist niemand. Oder hier ist niemand. So. Alright. Ich habe mir die größte Mühe gegeben, das Teil zu verstecken, wie ihr seht. Aber egal, gucken wir mal kurz rein. So. Yeah, alles noch da. Ihr seht, nicht wirklich der ultimative Superloot, aber egal. Eine abgesägte Schrot. Pack ich mal hier hin. Ja. Ein bisschen Platz machen hier, damit ich das Zelt mitnehmen kann. Weil ich will das Teil irgendwo sonst aufbauen. So, den Topf knallen in die Weste, die ganze Munition noch mitnehmen. Und ja, das Messer könnte ich eigentlich tauschen. So, sehr gut. Bandagen, Dosenöffner hier, sehr gut. Alles mitnehmen. Ja, aber Moment. So, muss ich irgendwie diese Dinge hier noch loswerden, denn das Zelt braucht eigentlich noch relativ viel Platz. Das brauche ich nicht, das ist alles ruined. Diesen Sack hier brauche ich eigentlich auch nicht. So. Wieso kann ich das nicht... Wieso kann ich das Teil nicht abbauen? Die Meldung hier kommt nicht. Hm. Hm, okay. Hm, das geht irgendwie nicht. Was soll denn diese Scheiße? Hier oben irgendwie das anklicken oder so? Nee. Hm.
Ich habe doch das Ding schon mehrmals auf und aufgebaut und abgebaut, aber jetzt irgendwie will es nicht. Mal ein bisschen von draußen probieren. Geht, ja. Das ist doch scheiße, verdammt. Was soll das? Ja, ich kann es wirklich nur zumachen. Das, irgendwas stimmt doch hier nicht. Bisschen komisch irgendwie. Ich versuche jetzt mal was anderes. Und zwar, vielleicht liegt es daran, dass die Dinge hier am Boden liegen. Ich kenne es ja, ist Daisy. Ist alles möglich. So, jetzt muss ich kurz. Ja. Ich lege die Scheiße mal hier auf den Boden. Hier sollte reichen. Kurz den Rest holen. Die Gaslampe und das Nähkit. So. Das auch noch hier auf den Boden schmeißen. Jetzt nochmal probieren. Ja. Yeah, guck mal, jetzt geht's. Dann lag es wirklich. Oh mein Gott. Ja, dann lag es daran. Ich muss irgendwie. Okay, das könnte ich trinken. Dann habe ich wieder einen Platz frei. Und die, ja. Ja, den brauche ich eigentlich nicht. Gut. Das könnten wir alles reinpacken und wunderbar, es ist drin. Yeah. So. Passt das soweit? Gut, das muss ich halt hier liegen lassen. Geht wohl nicht anders. Und diesen Dingen hier. Ich weiß nicht. So. Glaube ich, esse die mal. Dann habe ich noch ein bisschen Platz. Oh oh. Ein Schuss, ein Schuss. Fuck, fuck, fuck. Lauf, 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 lauf. Ich denke, der war weit weg. Und wahrscheinlich nicht auf uns. Das war wahrscheinlich wieder der andere Typ von vorhin. So, esse ich meine Büchse halt hier im Busch. Eigentlich egal. Aber so wie es ausschaut, haben wir unser Zelt gerettet. Haben wir allen unseren Loot. Finde ich sehr, sehr geil. Und ja. Noch kurz diese Büchse hier essen. Irgendwie habe ich da abgebrochen vorhin. Ist der oder nicht? Ja, jetzt hat er es gegessen. Sehr gut. Alright, das war es eigentlich schon von der Zelteroberung. Wenn es euch gefallen hat, schreibt das in die Kommentare. Ansonsten, ja, lasst das bleiben. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich bin Jay und ciao. Ihr wisst, wie es läuft. Daumen nach oben, abonnieren drücken und wir sehen uns beim nächsten Video. Nochmal ein großes Dankeschön an euch Leute von mir, dass ihr mich unterstützt, dass ihr meine Videos guckt. Ich hoffe, es bleibt dabei und ich hoffe natürlich, es werden immer mehr. Und ja, von daher bis zum nächsten Mal und ciao!